Dann machen wir erstmal einen Tontest. Dies ist ein Tontest. Ein kleiner Tontest. 1, 2, 3. Und auch mal schauen, wie wir den Filter regeln. So sieht das schon recht gut aus. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein aktuelles Video anschaust. Ich bin immer noch hier in der Grimmershörner Bucht an der Nordsee in Cuxhaven. Hinter mir könnt ihr das Meer sehen. Und ich mache dann jetzt noch einen weiteren kleinen Test, den ich eigentlich ursprünglich vorgesehen hatte, mit der Hero 9, der neuen Hero 9 zu machen. Einen kleinen Stick-Test hier. Aber die Hero 9 Black, das Audio-Mod ist leider nicht rechtzeitig zugestellt worden gestern von UPS. Ich hatte darauf gewartet, aber es ist nicht rechtzeitig angekommen, leider. Naja gut, müssen wir mit leben. Was wir jetzt noch hier machen können, ist halt eine kleine Testreihe mit der Osmo Action, die Osmo Action 1. Ich gehe ja fest davon aus, dass DJI auch noch eine Action 2 rausbringen wird. Wann das sein wird, ist bis jetzt noch fraglich. Ich denke mal, dieses Jahr wird das nichts mehr. Wir hatten jetzt ja die Pocket 2 vorgestellt und die neue Mini 2. Aber die Zeit bis Weihnachten würde jetzt ein bisschen zu knapp werden. Und das ist ja die Hauptverkaufszeit für solche technischen Neuerungen. Okay, ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen mit der Osmo Action ein bisschen hier am Strand entlang gehen. Ich benutze wieder das externe Mikrofon, das Wireless-Mikro von Rode mit meinem kleinen Lavalier mit dem Windschutz. Muss mal schauen, wo ich es habe. Es versteckt sich hier. So. Okay. Und ich hoffe wie immer mal, dass der Sound ganz gut ist, dass man die Wellen ganz gut hören kann und trotzdem auch mich, wenn ich hier euch was erzähle. Ja, die letzten Tage war es, wie gesagt, das Wetter ziemlich bescheiden hier an der Küste. Wir hatten eigentlich durchgehend Regen. Die Zeit habe ich genutzt, um meinen YouTube-Channel ein bisschen weiter zu perfektionieren, die Einstellungen zu verbessern. Ich habe bei den älteren Videos auch noch einiges an Hashtags und so weiter gesetzt, sodass die Suchalgorithmen von Google und YouTube die besser auffinden können. Ich hoffe, das bringt was, wird sich zeigen in nächster Zeit. Ja, und dann, heute habe ich mir dann gedacht, wie die Wettervorhersage sagte, dass die Sonne auch mal rauskommen soll, nutze die Zeit und gehst an die Bucht, Grimmershörner Bucht, und machst ein paar schöne Aufnahmen.
So. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen den schönen Hintergrund hier. Das Meer. Was natürlich bei der nächsten Osmo Action oder nur Action, der Action 2, was ich mir echt wünschen würde, ist, dass sie auch diese Horizontnivellierung eingebaut hat, wie die GoPro Hero 9 Black, sodass der Horizont immer automatisch gerade gestellt wird durch den Bildstabilisator. Das wäre eine wirklich schöne Neuerung. Müssen wir mal schauen, ob DJI das dann einbauen wird. So, hier haben wir nochmal die Nordsee in all ihrer Pracht. Das ist ja auch ein weiterer Punkt, den ich mir bei einer neuen Action wirklich wünschen würde, dass man halt die Möglichkeit zur Verfügung gestellt bekommt, dass man beide Screens synchron benutzen kann, weil das fummelige Umstellen von vorne nach hinten oder umgekehrt, das ist doch immer ein bisschen kompliziert und nervig. Und ich muss dazu halt auch jedes Mal dann die Aufnahme stoppen, wenn ich den Screen umstellen möchte. Ja, und jetzt habe ich meinen Screen wieder vorne und gehe noch ein Stückchen weiter. Ich möchte halt hier das Licht ein bisschen nutzen mit der Action 1, dass ich euch zeigen kann, wie das hier in dieser Jahreszeit im Herbst an der Bucht so ausschaut. Ja, sind doch erstaunlich viele Touristen noch da. Ist natürlich sicherlich auch den ganzen Umständen geschuldet, jetzt mit Corona, dass die Leute halt nicht ins Ausland reisen können und so halt doch hier auch an der Nordseeküste ihre Zeit verbringen möchten. Okay. Einmal ein Stück rückwärts gelaufen. Ich denke, der Ton ist gar nicht so verkehrt mit der Action 1 hier. Das sieht auch toll aus hier vorne. Das ist so die Rampe für das kleine Rettungsboot, falls die Rettungswacht oder die Feuerwehr hier mal ausrücken muss. Und falls irgendjemand in Seenot geraten ist, den dann da rauszuholen, dann wird das kleine Boot hier an dieser Stelle ins Wasser gelassen. Das könnt ihr dann halt hinter mir gerade sehen. Auch sehr rutschig, deswegen traue ich mich da jetzt nicht runter. Mir ist das ja mal auf den Philippinen im Urlaub passiert, dass ich auch so eine ähnliche Rampe runtergehen wollte, um ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Und dabei habe ich mich ziemlich böse auf den Hintern gesetzt. Und daran hatte ich auch noch einen ganzen Monat zu leiden an dieser kleinen Verletzung. Okay, gehen wir jetzt hier noch mal ein Stückchen weiter. Ja, hier sind dann halt so Quader, Betonquader aufgetürmt, um die Wellen an der Stelle auch ein wenig zu brechen, dass das Land hier nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird. Und vor allen Dingen ist dann auf der Seite auch die kleine Hafenanlage, wo sich der Seenotrettungskreuzer befindet und dann auch das große Boot, was immer nach Helgoland fährt. Habe ich den Namen vergessen. Ach so, steht sogar drauf, das Boot heißt Helgoland. Einfach zu merken in dem Fall. Das zeige ich euch vielleicht gleich auch noch mal. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier durch den Matsch laufe und mich nicht dabei langlege. Ist doch ganz schön rutschig. So. Hallo. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ja. Dafür mache ich die Videos hier gerade. Warten Sie durch den gefährlichsten Matsch
Schlammig. Genau, richtig. Und ich bin auch schon mal hingefallen hier. Das ist wirklich nicht schön. Das ist ziemlich gefährlich. Nee, das ist der gefährlichste Matsch. Ist der so gefährlich, ja? Tatsächlich. Mhm. Muss man da doch schon ganz schön aufpassen, ne? Weil der Matsch, den kriegt man erst mit 2 Stunden oder 4 Stunden ja. Waschen ab. Oh, das dauert lange, ja. Dann hat deine Mutter viel zu tun, wenn sie die Hose und so waschen muss, ne? Die Hose nicht, aber die Stiefel. Die Schuhe dann, ne? Ja. Ja. Mal gucken, ob ich die wieder sauber kriege, wenn ich zu Hause bin. Ja, ich drehe mich jetzt hier nochmal ein bisschen im Kreis. Die Sonne scheint jetzt richtig schön. Mit dem Safety-Stick. Und der Osmo Action. Da hinten kommt auch wieder ein größeres Schiff vorbei. Das müsste eigentlich auch ganz gut zu erkennen sein jetzt. Jo. Der gefährliche Matsch hier an der Nordsee. Muss ich schauen dann, wie ich nachher meine Schuhe wieder sauber kriege. Mal schauen, ob ich sie so mit reinkriege. Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Ja, auf der anderen Seite haben wir dann das große Hotel, die Seeterrassen. Das wird zurzeit sicherlich auch leer stehen. Aufgrund der Bestimmung des neuen Lockdowns. Hier links neben mir haben wir dann den Anleger für das Rettungsschiff, die Seenotretter da darf man nicht allzu weit auf der Brücke lang und die fahren halt immer raus, sobald irgendein Schiff in Havarie gerät oder ähnliches. Mal von der Seite noch mal. Okay. Mal schauen, wie das zu sehen ist so. Ja. Dann bin ich jetzt hier von dieser Seite noch mal ein bisschen weiter runtergegangen, dass man das Schiff im Hintergrund erkennen kann. Den Seenotkreuzer. Und auf der anderen Seite des Piers liegt dann halt auch die Helgoland, die immer zu Helgoland aufbricht, zu der Insel. Die Leute dort versorgt und die Tagesgäste rüberbringt. Die können dann schön einkaufen dort, zollfrei. Das ist keine schlechte Sache. Jo. Die Sonne verschwindet auch schon langsam wieder da hinten. Aber alles in allem muss ich sagen, war das ein richtig schöner Tag. Ich konnte ein paar schöne neue Aufnahmen für meine Vlogs machen, für meine Videos. Das war super, dass ich hier mal wieder rausgehen konnte. Und da fliegt jetzt im Hintergrund sogar ein Hubschrauber über die Küste. Der wird wahrscheinlich so nicht zu sehen sein. In der kleinen Osmo Action muss ich mal schauen, ob ich den mit drauf bekomme. Vielleicht ist er ja zu hören in dem externen Mikrofon mit dem Windpuschel. Wäre ganz schön. Ja, ich werde mich dann jetzt auch langsam auf den Heimweg wieder begeben und dann die Aufnahmen nachbearbeiten und einige schöne neue Vlogs für euch daraus machen. Ich hoffe, die gefallen euch dann. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Like da lassen, einen Daumen nach oben. Vielleicht schreibt ihr auch einen kleinen Kommentar. Ihr könnt mir auch gerne eure Ideen oder Anregungen schreiben.
was ich noch für Videos machen kann, womit die sich beschäftigen sollen. Ob es jetzt darum geht, irgendwelche Tests zu machen von den Kameras, von den neuen Kameras oder den Drohnen. Oder halt auch hier, ich bin hier halt an der Küste, da kann man schöne Aufnahmen machen und einiges an Videos, was sicherlich auch für die Zuschauer dann interessant ist. Ja, so, und ich bin jetzt dann auch mal etwas weiter höher gegangen. Hier direkt auf den Deich drauf. Da pfeift der Wind natürlich noch ein bisschen stärker sogar. Und dann gehe ich jetzt auch noch mal ein Stück in der Richtung. Dann habt ihr die Bucht von dieser Seite auch noch mal ein bisschen drauf. Okay. Ja, das hat sich heute wirklich gelohnt. Das sollen bis zu 3 Stunden Sonnenschein heute gewesen sein. Ich denke, dass ich die auch wirklich gut genutzt habe hier an der Nordseeküste, um ein paar Aufnahmen für meine Vlogs zu machen. Ich werde dann in Kürze auch noch weitere Aufnahmen machen. Morgen kommt ja hoffentlich endlich mein Audio-Mod für die Hero 9 an mit UPS. Der sollte schon am vergangenen Samstag geliefert werden. Aber leider war der UPS-Fahrer da doch wohl etwas überfordert, sodass er das nicht geschafft hat. Und dann kommt das halt am Montag zu mir. Eventuell werde ich mir auch noch eine 360-Grad-Kamera, vielleicht die Insta360X2 besorgen und dann natürlich auch ausführlich testen. Die Frage ist immer, was mich davor bisher ein bisschen abgeschreckt hat vor dem Kauf einer 360-Grad-Kamera, ob man die auch so wirklich viel nutzt oder ob es doch nur irgendwo ein Gimmick ist. Weil das mit der Weltkugel und dieser Ansichten, die kann man durchaus mal benutzen. Nur die Frage ist halt, ob man das immer so häufig verwendet. Und falls nicht, dann hat man das viele Geld für die Kamera ausgegeben. Und im Endeffekt hat es einem doch nicht viel genutzt. So. Nochmal von hier. Oder um die schöne Sonne mit drauf zu kriegen. Ich benutze ja an der Action einen variablen ND-Filter. Der ist halt schön flexibel, sodass ich den immer gut anpassen kann auf die jeweilige Lichtsituation. Das haut eigentlich immer ganz gut hin. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch von der Sonne im Hintergrund zu sehen ist. Bald bin ich dann auch wieder an meiner Startposition angelangt und dann werde ich auch zu guter Letzt noch den großen langen Selfie-Stick und die Osmo Action verpacken und dann mich auf den Heimweg begeben. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hier heute wieder an der Küste. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet habt hier. Denkt immer dran, wenn euch meine Videos gefallen, und zeigt das auch, gebt mir einen Daumen nach oben oder schreibt einen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer drüber. Hatte ich ja schon des Öfteren erwähnt.
Ja, und dann möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr mein Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen kleinen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben. Schreibt ruhig mal rein, was ihr euch wünscht, was ich in Zukunft mal für Videos machen könnte. Ob jetzt hier von der Küste oder zum Testen von Kamera-Equipment und Drohnen. Ja, und sonst bleibt mir nur, euch allen zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt. Unternehmt was Schönes, so wie ich hier heute an der Nordseeküste mit euren Freunden und eurer Familie. Lasst euch nicht so runterziehen, bleibt zuversichtlich und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.